hat sich nicht in Suizidabsicht selbst getötet. Er ist wie vielfältig kolportiert von GSG 9 Beamten hingerichtet worden. Manipulierte Informationen über maßgebliche Provokationen geben heutzutage jedem das Recht, um zu entscheiden, wer gut ist und wer schlecht. Ich sage, Informationen stehen zur Show in Nachrichten, Bilder raus. Sie verkaufen uns fürs Buch und sie halten sich für schlau. Die Wahrheit muss jetzt gesagt werden, auch wenn wir damit die öffentliche Meinung stören. Informationen werden manipuliert, damit von uns alle der gleiche Mechanismus funktioniert. Programme bestimmt, alle nehmen es hin. Die Masse taucht ab, Gleichgültigkeit der Sinn der Sache, dass ich nicht lache, ist frei zu sein, im Meer der Meinung, um mitzuschwimmen und darf bloß niemals sein, sonst bleibst du allein und deine Individualität interessiert kein Schwein. Die Medien versprochen, derbe wird dann kommen sie durch die Kanäle gekrochen, verzerren die Ansicht und verdrehen das Recht, um zu entscheiden, wer gut ist und wer schlecht. Mit der Unschuldsmine die Wahrheit behaupten, ich sage zu viele Lügner denen wieder vertrauten. Wer schaut warum und wann auf wen? Zu viele Zeugen hatten nichts gesehen. Provokationen geben wohl heutzutage jedem das Recht, um zu entscheiden, wer gut ist und wer schlecht. Ich sage, dumm sind die Leute, die alles haben im Übermaß. Im Grunde genommen sind sie die Beute und es macht ihnen sogar Spaß. All ihre Ideen werden tot geboren. Ich hab einfach den Glauben an die Wahrheit verloren. Denn die Kreativität wird durchs Fernsehen zerdrückt und immer neue Bilder machen uns verrückt. Man muss sich schon ein Stück seines Glaubens bewahren und bedingt diesen Medienwahn ertragen. Derzeitige erkennen die, kennen wir ihre politische Strategie. Tot zu schweigen, was schon tot ist. Und wer dagegen ist, der ist ein Anarchist. Good night, ladies and gentlemen. We shot another few new fuckers down again. I mean the aggression will fall. GSG 9 Beamten in Suizidabsicht hingerichtet worden, in Anführungsstrichen.